In der Gerudo-Kultstätte müssen wir eine Opfergabe darbringen, um durch die goldene Tür zu kommen. Um herauszufinden, um welche Opfergaben es sich handelt, müssen wir zwei beschriftete Steintafeln finden, auf denen Hinweise abgebildet sind. Die erste Steintafel befindet sich in dem Raum mit dem Feuer und den Fackeln. Und darauf steht: Ruht auf dem Turme seine Schwingen aus. Scharf der Blick und der Schnabel ebenso. Der zweite Hinweis befindet sich hier in dem Raum mit den vielen Sandbergen. Hier nehmen wir das Gebläse, husten den großen Sandberg oben rechts weg, um die zweite Steintafel freizulegen. Auf dieser Steintafel steht: Steht still und stumm im Heiligtum. Blau gefärbt mit Zähne lang und Nase ebenso. Mit diesen Hinweisen ist einmal die Falkenstatue und die Elefantenstatue gemeint. Die Falkenstatue findet ihr außerhalb von der Kultstätte, hier oben auf diesem Turm. Und die Elefantenstatue befindet sich im ersten Obergeschoss im Raum oben rechts. Als letztes müssen wir die Statuen jetzt als Opfergabe darbringen und die Tür öffnet sich.